Herzlich willkommen im Screencast von Modul 4 Visualisieren. Mein Name ist Elke und ich werde euch heute zeigen, wie man mit Daten aus iNaturalist mit Hilfe von Excel in einem Lernsetting arbeiten kann. Dazu schauen wir uns Daten vom Projekt Hauptnatur an, in denen wir hier uns suchen, Schmetterlinge eingeben und wir werden uns mit Schmetterlingen befassen. Wir sehen hier 42 Beobachtungen von 24 Arten, können hier unter Filter die Daten herunterladen. Wir können hier die Daten exportieren unter Nummer 4. Wir haben nun eine leere Excel-Mappe geöffnet, in der wir die CSV-Datei importieren werden. Wir klicken hier einfach die Datei an, die wir importieren wollen, sehen hier in der Vorschau, wie die Datei aussehen wird. Wir müssen dabei darauf achten, dass die Trennzeichen richtig gesetzt sind. In diesem Fall sind es Kommas. Damit können wir die Daten transformieren und so haben wir nun alle Daten in diesem Excel-Blatt vor uns. Wir werden uns jetzt beispielhaft zwei Forschungsfragen widmen. Zum einen, in welchem Monat es am meisten Beobachtungen von Schmetterlingen an unserem Standort gab. Und zum zweiten, welche Art am häufigsten beobachtet wurde. Um uns anzusehen, in welchem Monat am meisten Beobachtungen durchgeführt wurden, sehen wir hier am Anfang die Beobachtungsdaten. Hier sehen wir Datum und auch die Zeit. Wir haben verschiedene Jahre, jedoch möchten wir nur das Monat ohne die Jahre sehen. Dazu können wir hier eine neue Spalte einfügen, wo wir nur die Monate herausheben. Das machen wir mit dieser einfachen Formel ist gleich Monat. Dann formatieren wir die Zellen, damit wir die richtigen Werte vorfinden. Wir haben somit 5 für Mai und 8 für August und so weiter. Als nächstes füge ich eine weitere Spalte hinzu, in der ich alle möglichen Monate, also von 1 bis 12, eingebe. Damit erstellen wir jetzt unter Datenanalyse ein Histogramm, in dem der Eingabebereich alle Zellen umfasst und der Klassenbereich umfasst die jeweiligen Klassen, also die jeweils möglichen Monate. Wir wollen das in ein neues Tabellenblatt ausgegeben haben und eine Diagrammdarstellung ist gefordert. Somit sieht das so aus. Wir können hier sehen, dass die meisten Beobachtungen, nämlich 12 von 42, im sechsten Monat, also im Juni, durchgeführt wurden. Es gab 8 Beobachtungen im Mai, jeweils 6 Beobachtungen im Juli und August, 5 Beobachtungen im September, 3 im Oktober und jeweils eine im November und im April. Als nächstes sehen wir uns die Häufigkeit des Vorkommens je Art an. Dazu gehen wir in unserer Tabelle zu dem Teil mit der Benennung der jeweiligen Beobachtungen. Dabei nehmen wir diese Spalte mit den wissenschaftlichen Namen. Diese Spalte beinhaltet die gebräuchlichen oder die deutschen Namen, denn die wissenschaftlichen Namen haben in jeder Zeile eine Bezeichnung. Wir fügen hier eine neue Spalte hinzu, in der wir die Anzahl eintragen. Und da jede Zeile für eine Beobachtung steht, können wir überall eins eintragen. Mit diesen zwei Spalten können wir dann ein Diagramm hinzufügen. Wir können hier ein Histogramm auswählen, ändern die Achsenintervalle nach Kategorie und sehen somit, welche Arten wie oft vorkommen. Wir können die Datenbeschriftungen hinzufügen und sehen, hier kommt eine Art vor mit 4 Beobachtungen, sowie 2 Arten mit jeweils 3 Beobachtungen. Und die restlichen Arten haben meistens eine Beobachtung nur, aber es gibt auch wenige mit 2 Beobachtungen. Diesen zwei beispielhaften Analysen möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche euch viel Spaß beim Selbstausprobieren.